Und damit geht es weiter mit Last Play Detroit Become Human. Ich bin es, euer Simafix. Beim letzten Mal sind wir hier in die finalen Schlacht gefallen, hineingerutscht, wie auch immer. Beim letzten Mal haben wir Marcus gespielt. Marcus, der sich entschieden hat, hier einen friedvollen Widerstand zu machen. Er ist hier auf die Zwangslager, wo die Androiden zerstört werden sollen, zugegangen, ohne Waffengewalt. Und dies hat sich auch gelohnt, denn die Polizisten haben zumindest nun in dem Moment die Waffen niedergelegt. Währenddessen versucht Kara hier nach Kanada immer noch zu fliehen und glücklicherweise haben wir beim letzten Mal Lufe gefunden und ich hoffe, sie schaffen es, den Bus zu erreichen. Aktuell sieht es zumindest gut aus. Und dann haben wir noch unseren dritten Corner. Es war mein Lieblingscharakter und es lief alles schlecht. Connor wollte Marcus hier erschießen und Hank hat dann versucht, uns aufzuhalten. Jedoch war uns im Kampf nicht gewachsen und unglücklicherweise, wir wollten es eigentlich gar nicht, ist Hank gestorben. Also müssen alle Charaktere, die ich mag, sterben. Nun gut, Leute, wir leben mit den Entscheidungen und jetzt immer mit zwei Charakteren können wir noch ein Happy End schaffen, hoffentlich. Der Busbahnhof. Wir sind da, Alice, geschafft. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Nur für Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets. Sie nehmen uns nicht mit. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Finde Tickets. So, natürlich, nicht nur wir, wahrscheinlich sind auch Androiden darunter, aber auch normale Menschen wollen natürlich so schnell wie es geht hier flüchten. Und was wir nun brauchen, ist ein Wunder. Ein Ticket, damit wir aus dem letzten Bus, der hier das Land verlässt, entkommen können. Der Bus fährt in wenigen Minuten ab. Haben wir immer noch diese Uhr? Haben wir nicht mehr. Ihr seht, die ersten verlassen hier schon. Bitte Stillhalten. Oh, verdammt, Mann. Ihr seht, sie scannen. Sie scannen, verdammt nochmal. Marcus. Ich glaube, Oliver mag dich. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich hab die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich war Scheiße, mir sicher. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was Sie passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Nein. Tut mir leid. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht hierbleiben. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Es tut mir leid, Liebling. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren hier in meiner Tasche. Alter, manchmal muss man halt einfach den harten Weg gehen. Natürlich ist der schlimmste Weg von allen, Mann, Alter. Aber was hätten wir gemacht, hätten wir das nicht gemacht? Dann wären wir jetzt essen geblieben, schau dich an. Da kommt die Kontrolleure, da kommen sie, scannen uns und wir sind tot. Es tut mir so leid, aber manchmal muss man harte Entscheidungen treffen. Ich habe ein Ticket, verschwindet's. Haben Sie Tickets? Ja, hier sind sie. Okay, weiter. Ja.
Ich meine, das sind doch Menschen, die können doch einfach wieder in ihre Wohnung zurücklaufen oder was auch immer, Mann. Dann sollen sie halt am Busbahnhof, also, okay, nicht vielleicht hier, weil hier ist ein bisschen kalt, aber in irgendein Haus gehen und ich, wir werden erschossen. Also, ich muss echt sagen, keine Gnade. Entschuldigung, es tut mir so leid. Einfach in den Bus gehen, keine Kontrollen. Lufa, lauf! Was passiert jetzt mit dieser Familie und ihrem Baby? Sterben sie jetzt wegen uns? Nein. Nein, natürlich nicht. Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir. So, der friedvolle Widerstand, der, wo wir alle wissen, dass er nicht mehr friedvoll enden wird. Also ganz ehrlich, wir haben in dem Spiel echt schlimme Entscheidungen getroffen, aber das war in meinen Augen die schlimmste. Aber ganz ehrlich, Mann, das ist doch ganz normal Familie. Sollen sie halt in irgendein Hotel gehen? Irgendwo sich verskrümeln? Ich meine, wir, wie gesagt, wir wären erschossen, wenn wir hier noch länger geblieben worden wären. Also, es geht halt nicht anders. Es tut mir halt echt leid, Mann, aber ganz ernsthaft, Mann. Lufa fand's gut. Lufa hat das gefallen, dass du ein Baby hast sterben lassen. Das sollte reichen. So, wir bauen unsere Festung. Das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. Und wenn nicht, ist jetzt eh schon zu spät. So, wir bleiben hier und hoffen, dass wir noch ein wenig hier dieses... der Anzünder, das ist das Beste, was wir in dem Spiel jemals hatten. Nur deswegen konnten wir Jericho beitreten. Nichtsdestotrotz, wir versuchen hier eine Botschaft zu setzen. Wir versuchen hier etwas zu machen und auch wenn es wahrscheinlich in Tragik enden wird, wir geben unser Bestes. Alles in Ordnung? Sie schossen in die Menge. Viele von uns sind tot. Es hätte mich treffen können. Ich habe Angst. Ich will mich nicht abschalten. Wir sind hier, weil wir nie wieder diese Angst spüren wollen. Weil wir mehr sind, als Sie behaupten. Dafür ist unser Volk gestorben, stimmt's? Darum sind wir hier. So richtig glücklich hat ihn das auch nicht gemacht. Übrigens, wir haben ja auch die ein oder andere gute Brandwunde, Schusswunde. So, sie fordern sie raus. Andreenovstadt in Detroit. Oh, das lesen wir doch jetzt mal. Das ist interessant. So, die Androiden in den Straßen Detroits bieten ein apokalyptisches Bild. Die Stadt steht schon unter dem Bann des nationalen Produktdruckes, bei dem die Androiden aus Privatwohnungen und Unternehmen vorsorglich zerstört werden sollen. Noch jetzt hat sich eine Gruppe Androiden, die mit den jüngsten Terrorangriffen der Androiden in Verbindung gebracht wird, in einer Machtdemonstration versammelt. Polizei und Militär sind bereit, die Zivilbevölkerung zu schützen und um mit der Bedrohung fertig zu werden, aber die Androiden haben sich an einer befestigten Position verschanzt und scheinen die bewaffneten Konfrontationen zu suchen. Präsident Warren
übrigens eine Frau, wollte ich mal sagen, ist Präsidentin, ist auch der Situation angeblich bewusst. Captain Fowler von der Polizei in Detroit, leitender Beamter der Androiden-Ermittlungen, erklärt, die Sicherheit der Bürger Detroits habe oberste Priorität. Wir hoffen, die Angelegenheit schnell beenden und auf und das Sammeln der Androiden konzentrieren können. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir informieren sie live. Ist cool, diese Zeitung, die aktualisiert sich live. Feed lost. So, die sieht jetzt gut. Nein, was? Ist da jetzt eine mystische Botschaft drin, oder? Okay, machen wir weiter. So. Ich dachte kurz, du wärst North. So, was ist hier? Unsere Flagge. Coole Flagge übrigens, Mann. Die sieht sehr cool aus, Mann. Übrigens, die müssen jetzt nochmal... Alter, ich drück gar nichts. Ich hoffe übrigens, jetzt kommt mal nochmal so ein Moment, wo sie anfangen zu singen. Irgend so ein Lied, so. Wir gehen hier nicht fort. Irgendwie sowas. So. Es geht ja darum, ein Zeichen zu setzen. Und leider ist es mit den friedvollen Aufständen immer so. Der Aufstand, der scheitert. Aber die Nachzügler, die Auswirkungen, die das haben hat, das könnte die Entscheidung bringen. Nein, ich wollte eigentlich hin. Die sammeln sich. Aber wir wissen jetzt. Was machen wir, wenn sie angreifen? Standhalten. Das ist die einzige Option. Das ist nämlich das Einzige, was wir noch tun können, weil es ist nicht so wie damals, als wir einmal schon diesen Marsch gemacht haben, dass wir eine Chance hätten, wenn wir in Überzahl wären. Diesen Kampf können wir nur verlieren. Und selbst wenn wir ihn gewinnen, was bedeutet das dafür, dass wir einen kriegerischen Feldzug gegen die Welt beginnen? Nein, das wollen wir nicht. Aber dieser Kampf bedeutet Opfer. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. Doch um von der Ignoranz loszukommen, muss man mit Frieden. Man muss eben mit Frieden kommen und nicht mit Gewalt. Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Unser Kontakt ins Lager ist abgebrochen. Ich kann ihre Stimmen nicht mehr hören. Vielleicht stören die Menschen unser Netzwerk. Vielleicht kommen sie einfach nicht durch. Habe ich mich immer richtig entschieden? Vielleicht hätte es nicht so weit kommen müssen. Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Es sollte natürlich nicht ein gewisser Connor kommen und das alles hier verhindern. So, jetzt müssen wir noch, schicke den Journalisten eine Botschaft. So. Eine Botschaft des Friedens. Das ist das, was wir wollen. Marcus, wir haben, was du wolltest. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Alive. Am Leben sind wir. Und auf lebendige Menschen wird hier geschossen. Besser kann man es nicht sagen. Marcus! Marcus, komm her! Marcus?
Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon, du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Das ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Ich muss hören, was er zu sagen hat. Und wenn sie dich töten? Das Risiko muss ich eingehen. In ein paar Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Auch du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Aber keiner wird zerstört. Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Ihr seid alle. Ihr seid die letzten Abweichler. Wenn ich darauf eingehe, woher weiß ich, dass sie Wort halten? Du bist nicht in der Position, Garantien zu fordern, Marcus. Du kannst jetzt nur noch entscheiden, ob du mir vertraust oder nicht. Sie wollen, dass ich meine Leute verrate? Ich biete dir die Chance, deine Leute zu retten. Du wirst hier nicht lebend rauskommen, Marcus. Das Einzige, was du retten kannst, ist das Leben der anderen. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Entschuldigung, was ist hier los? Grenzkontrolle. Bitte verlassen Sie alle den Bus. Bitte weitergehen. Hier lang, bitte. Die Grenze überqueren. Das Letzte, was hier Kara und Luther machen müssen. Doch natürlich, Grenzkontrollen bedeutet auch Androidenkontrolle. Sind wir Monster? Und wir werden hier erschossen? Leute,
Beim nächsten Mal werden wir uns dem Grande Finale von Detroit Become Human widmen. Was ist mit Connor? Wird er hier seinen Auftrag erfüllen? Schafft es Kara, Alice und Luther über die Grenze? Und was ist mit Marcus und seinen Androiden? Wir werden es beim nächsten Mal herausfinden im großen Finale von Detroit Become Human. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.